Ja, hallo wieder vom Busse Yachtshop. Heute habe ich mal ein kleines Quiz für euch. Was ist das denn hier? Guck mal, das haben wir neu reingekriegt. So sieht das aus. Und Auflösung, das ist ein Radarreflektor. Komische Form. Erkläre ich euch gleich, wie das funktioniert. Er arbeitet mit Lüneburg-Linsen und ist für Mastmontage und so. Das erkläre ich euch gleich. Erstmal wollte ich euch das Gerät zeigen. Das ist der Dreilens. ZZ am Ende, ja, 3 LENZZ. Dreilens Lüneburg Radarreflektor. Hier sind drei Kugeln drin und das sind die Halter, die dabei sind. Zwei solche Halter, einer kommt oben drauf, einer unten drunter. Und dann habt ihr hier euren Mast, müsst ihr ein bisschen knicken und dann könnt ihr das hier an den Mast bauen. Ne? Kommt hier ein Deckel drauf und der hält das dann fest und das gleiche von unten. Ne? Habt ihr zwei solche Halter. Und dazwischen ist der dann eingeklemmt. Und da ist auch so eine Gummidichtung noch drin, dass das ein bisschen hält. Ne? Also Anbau ziemlich einfach. Gewinde drauf. Ansonsten hier Plastik, innen drin Kugeln. Und das Rohr geht einmal durch. Gut, was macht ein Radarreflektor als erstes Mal? Wenn ein Schiff einen Radarimpuls aussendet oder auch einen Pulse-Compression-Impuls, ne? Aussendet, dann geht er in die Welt raus und trifft auf irgendeine Metallfläche, die wirft das zurück und auf dem Radarbild erscheint ein Signal. Ne? Und das ist so typischerweise ein Hindernis für das Radar, für den Radarstrahl. Und ihr wollt jetzt als Boot als großes Hindernis erscheinen. Heißt, ihr müsst viel von dem eintreffenden Radarstrahl zurückwerfen zu dem anderen Schiff, der Fähre, dem Berufsschiff, dem, keine Ahnung, der Fregatte. Oder dem anderen Segler. Und deswegen hat man Radarreflektoren an Bord. Je größer, desto besser. Fangen wir mal mit den schlechtesten an. Das sind diese kleinen Zylinder, die hinten am Achterstach sind oder sowas. Kennt ihr, ne? So eine Zylinder, so lang irgendwie, halb durchsichtig, gar nichts. Das ist für wenige Meilen was. Dann gibt es die Radarreflektoren, die aus Blechen aufgebaut sind, solche Durchmesser haben und dann oben hoch, manchmal sogar auf dem Mastkorb montiert werden. Da haben wir schon mal eine Radar-Rückstrahlfläche. Der Strahl trifft ein. Ist so, wenn dieses Blech jetzt so zum Beispiel aussieht und hier hinten ist meine Radarantenne, ne, vom anderen Schiff, dann trifft das hier ein, wird reflektiert und geht hoffentlich genau dahin zurück. Dafür müssen wir hier ziemlich richtig, wirklich genau den rechten Winkel einhalten. Und dann passiert das auch. Kommt das von weit hinten an und wir gehen nach weit hinten zurück, dann ist das ein Radarecho. Ein Mast selbst, wenn wir hier einfach einen Mast hinmachen und der Radarstrahl trifft ein, dann trifft er, wenn er genau senkrecht steht, geht auch ein bisschen was zurück, aber das geht nach da weg, das nach da. Seht ihr, das trifft hier hinten nicht wieder ein, ne? Bei der Radarantenne. Heißt, wenn ihr ein Boot habt, das wenig Radarrückstrahlfläche habt oder ihr wollt größer erscheinen auf den anderen Schiffen, braucht ihr einen guten Radarreflektor. Genau sowas haben wir hier. Das ist ein Radarreflektor, der die Radarstrahlen ziemlich gut in die Senderichtung zurückwirft. Und zwar sind hier 1, 2, 3 Kugeln drin. All diese Kugeln sind so aufgebaut, ich versuche das mal hier aufzumalen. Das ist eine Keramik. Keramik deswegen, weil das eine höhere Dielektrizitätszahl hat, komme ich gleich zu. Hier ist, die Kugel kann man erstmal sehr genau bauen. Ja, Kugeln lassen sich leicht rund bauen. Hier in der Mitte ist so eine Art Gürtel drum und der ist metallisch. Metallisch bedampft, bestrichen, irgendwie, ja. So, wir haben eine Kugel. In der Mitte um die Kugel rum ist so ein breiter Streifen Metallfläche. Jetzt ist es so, kennt ihr vielleicht, wenn ihr Brillenträger seid wie ich. Ähnlich wie Licht, das hier eintrifft auf ein dichteres Medium, wird zum Lot hingebrochen. Habt ihr vielleicht mal in der Physikunterricht gehört? Genauso passiert das jetzt mit Radarwellen. Die verhalten sich in Keramiken mit einer hohen Dielektrizitätszahl. Genauso wie Licht, das durch ein Glas geht. Das heißt, der Radarstrahl trifft hier auf. Und jetzt wird das zum Lot hingebrochen. Ja. Weil sich hier auf einmal die Eigenschaften der Materie ändern für den Radarstrahl.
Er wird hier auf das Metall treffen und wird genauso wieder rausgehen. Und da es zum nicht so dichten Medium wieder weggebrochen wird, kommt der Radarstrahl auch genau hier wieder raus. Ja? Das heißt, diese Lüneburg-Linse nennt sich dieses Prinzip, ist eine Keramikkugel mit einem metallischen Gürtel, die sehr gut Radarstrahlen in die Ausgangsrichtung zurückwerfen kann. Und wir haben ja auch drei Kugeln, sodass wir dann auch das dreimal machen und entsprechend große Radarrückstrahlfläche haben. Das ist bei Rettungsbooten und sowas sind sie häufig verwendet, diese Sachen. Früher hieß das Trilenz und jetzt heißt das Dreilenz. Ja, okay, könnt ihr den Unterschied sehen, aber das Prinzip ist das gleiche hier. Gut, solch eine Lüneburg-Linse arbeitet sehr gut als genauer Reflektor für Radarstrahlen. Und wenn ihr euch das anbaut vor dem Mast, dann habt ihr einen sehr schönen Radarreflektor. Nochmal zum Gewicht. Das Ganze wiegt ja so 2,5 Kilo. Da diese Keramikkugeln auch ein bisschen Gewicht drauf haben, ja, wird natürlich hoch am Mast montiert. Höhe Saarlink, sowas ist üblich, ne? Da kommen dann die beiden halt an den Mast und das Ding dazwischen. Und dann seid ihr gut sichtbar auf dem Radar und müsst euch da keine großen Gedanken machen, auch im Nebel und sowas, ne? Das ist dann so ein Zwischending zwischen einem Blechreflektor und einem wirklichen aktiven Radarreflektor, Echomax oder sowas. Das gibt es auch. Die machen natürlich noch mehr. Aber das Ding wird einfach eingebaut, braucht keinen Strom, ist einfach da und funktioniert gut. Jo, das wollte ich euch einmal zeigen. Zu dem Dreilens neuen Radarreflektor, die sind jetzt gerade eingetroffen, gerade lieferbar seit 2 Tagen. Und jo, gute Saison wünsche ich euch. Dankeschön.